Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Heute geht es mal um das Thema Pico-Gleichsystem. Ich habe hier mal einen Testkreis aufgebaut. Ja, aus ein paar Weichen, ein paar Geraden und ein paar Kurvenelementen. Ja, wie soll ich es sagen? Für Pico N gab es, ist da. Das ist recht übersichtlich gehalten gewesen. Ja, was hier fährt, ist eine Brava Rechtsbahn V100, also 112, also remotorisiert. Ein Minitrix Dostos, der ebenso gut auch hätte aus dem Pico-Formenbau stammen können. Das sind wahrscheinlich auch dieselben Formen genommen worden. Ich habe das jetzt hier mal drin, um das, damit wenigstens etwas Bewegung ist. Kommen wir mal zu den einzelnen Elementen. Das hier wäre Radius 1. Dazu sind 8 Gleisstücke nötig, um einen kompletten Kreis zu bilden. Den gab es nochmal als halbe und als Viertel. Also halb und Viertel, beziehungsweise auch als Achtelstück. Dann gibt es noch den Radius 2, da ist dasselbe in grün. Ja, die Weichen, die haben auch einen anderen Radius. So, aber ich blende mich mal kurz aus. So, das sind wir wieder. Die Geraden, die gab es als, also die Geraden, das ist jetzt hier von da nach da. Das ist 220 Millimeter oder so. Nee, halb. Also 22 Zentimeter. Die gab es als halbe, also 110, als Viertel wie hier und auch als Achtel. Ganz kurz. In dem Viertel gab es Trenngleisabschnitte, also Trenngleise. Das ist jetzt hier zu sehen, da gehe ich nachher näher ran. Schaltgleisstücke, Anschlussstücke. Ja. Im Grunde genommen also und doppelte Trenngleise, wenn da zwei Stromkreise zu trennen war, beziehungsweise es gab auch ein Stück mit einem Prellbock. So. Hier hinten ist zum Beispiel ein halbes zu sehen und hier auch, hier ist dann wieder ein Viertel. Um das auszugleichen, den inneren Kreis zu dem Außenkreis, normalerweise sollte es so funktionieren, dass die Radien 1 und 2 nahezu parallel aneinander vorbeigeführt werden können. Bei dieser Anlage, also bei diesem Aufbau, handelt es sich eher um zum Testen von Lokomotiven wegen der Stromaufnahme, weil wenn was da läuft, das läuft auf jeder anderen auch. Ja, im Lieferumfang von den Geschenkpackungen war ja bis jetzt oder ist in den meisten Fällen Radius 1 und 2 gerade Gleisstücke von 2 Anschlussstücken versehen, also mit Anschlussblechen, die wurden dann unter der Schiene geschoben. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber die gab es direkt so. So, die Weichen, die haben allerdings einen ganz anderen Radius, da müsste ich jetzt noch mal schnell nachgucken. So, hallo, also wir kommen noch mal auf die Weichen zurück. Diese sind relativ simpel aufgebaut. Es ist ein durchgängig bewegliches Herzstück an den Weichen zu sehen. Ich habe jetzt hier extra mal, bin noch mal weitergegangen. Also warte mal, wir können ja auch anders anfahren. Da fahren wir mal ganz anders an. Genau. Das sind die hinteren,
Also, und da haben wir jetzt die vorderen, jetzt sehen wir sie deutlich. Die Spulen, die Betätigungsspulen sind hier unter dieser Haube. Diesen Deckel lässt sich komplett abnehmen. Die Weichen besitzen eine Endabschaltung und je nach Bauzeitraum sogar Kontakte für eine Rückmeldung. Ob man die nutzt oder nicht nutzt, es gibt wesentlich einfache Varianten einer Rückmeldung, wie gerade die Weiche steht, welche auch richtig hundertprozentig sicher ist. So, deutlich auffallen tut eben halt die komplette durchgehende Weichenzunge. Beim Vorbild ist ja nur das so ungefähr ab hier die Weichenzunge beweglich, also so jedenfalls nicht mehr fest montiert. Hier bewegt sie sich komplett. Und die Stromversorgung dieser Weichenzunge erfolgt über das entsprechende Gleis, wo es gerade anliegt. Das ist auch ein Thema bei der Stromabnahme bei den Bicoloks bzw. bei Fremdherstellern. So, der Kurvenradius entspricht hier ca. Radius 3 oder Radius 4. Ich glaube Radius 3 war es. Da gibt es ein entsprechendes Ausgleichsstück mit derselben Länge. Und auch nur dieses, also dieser Radius wurde nicht direkt für die vorgesehen. Die Weiche, es handelt sich hierbei um eine 15 Grad Weiche, also 15 vom Mittelpunkt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen in der Mathematik aufgepasst, wie man den Winkel berechnet oder so, oder anguckt. Ja, da gibt es ein Ausgleichsstück. Das gerade Stück, da haben wir ja gleich hier noch diese zwei Viertelgleise, wenn man so will, entspricht hier auch dem Viertelgleis. Und das ist jetzt hier ein Schaltgleis drin, weil es eben halt auch Fahrzeuge gibt, die nur über zwei Achsen eine Stromaufnahme haben oder eine Achse, wie zum Beispiel bei manchen Personenwagen, die beleuchtet sind. Das gab es bei Bico auch. Ja, die Weichen als Handweichenversion, die hatten dann halt keine Antriebe drin. Ansonsten war das bei den Weichen egal, ob du die handbetrieben hast oder elektrisch. Einziger Schwachpunkt ist eben halt diese Stelle an diese Kontaktstelle unten drunter, da ist so Kontaktfedern. Wenn das ein bisschen oxidiert ist und auch nicht mehr richtig anliegt, also weil teilweise diese M2-Schrauben nur reingepresst sind in diese Plaste, also in das Plasteteil, die Antriebe sind ja fest montiert. Also das ist der Schwellenkörper plus das Unterteil der Antriebe ist ja eine Einheit. Ja, und da ist eben halt das Problem, dass dann diese Schrauben dann nicht mehr richtig greifen. Da muss man sich halt was einfallen lassen. Im einfachsten Falle mit einem Lötkolben mal draufditschen. Dann wird ein neues Gewinde sozusagen eingebrannt, wo man wieder versuchen kann, die Schraube festzuschrauben. Bei den neueren Baujahren, das müsste sogar das hier sein, weil Endabschaltung hat, weil da eine Endabschaltung bei ist, da kann man dann, oder da ist dann eine Mama unten drinne für M2 und da geht das. Wichtig ist, dass dieser Bereich hundertprozentig gerade ist, dass es auch sauber anliegt. So, ein weiterer Nachteil des Bico-Gleissystems, es gibt keinerlei Eingleis. Gleise. Ich habe, glaube ich, hier in dem Paket so eins von Rocco. Also hier sind ein bisschen Rocco-Gleis drin. Also solche Gleisstücken sucht man vergebens. Ebenso auch
diese Gleisstücken, das ist ein Entkuppler, der allerdings nur elektrisch betätigt werden kann. Da hatte ich mir mal zwei Stücke besorgt, um damit eine vollautomatische Möglichkeit zu bauen, um einen Zug reinfahren zu lassen, entkuppeln, umsetzen und dann wieder rausfahren zu lassen. So ungefähr. Einen Kopfbahnhof, also wo man da sagen kann, also betriebstechnisch Kopfbahnhof, dass er rausfährt, kommt er wieder rein und dann gut ist. So. Weiterhin habe ich hier noch was anderes. Das ist ein sogenannter F2. Ja, können wir mal ein bisschen, muss man nicht mehr so nachmachen. F2 der zweiten Generation, da steht dann Netzanschlussgerät dran, NAK. Warum auch immer. So, aufgebaut ist dieses Gerät wie das vorhergehende graue. Also das Gehäuse ist halt nur ein bisschen kleiner. Also man hat sich ein bisschen Plastik gespart. Man hat auch die Farbe ein bisschen geändert, damit es ein bisschen moderner aussieht. Ansonsten die Technik da drinnen ist die gleiche. Es gibt zwei LEDs, die bei Bedarf sogar einen Kurzschluss anzeigen können. Ich lasse mal die Züge rennen. Und dann schauen wir mal auf die LED. Wenn ich jetzt hier einen Kurzschluss mache, sieht man, dass die LEDs etwas dunkler werden. Das zeigt dann in dem Fall auch etwas Überlastung an. So. Jetzt habe ich erst einmal zwei Züge installiert. Vorher war ja nur der eine Zug mit der Reichsbahn V100. Jetzt ist eine V180 mit einer vierteiligen DOS-DOS-Version drauf, die auch etwas Vorbild untypisch relativ schnell unterwegs ist. Ja, und damit wird es dann irgendwann weitergehen in der Vorstellung von einigen Baureihen, die bei der Reichsbahn im Streckendienst häufig zu finden waren.